Wunderschönen guten Abend, willkommen zu Graveyard Keeper. Heute ohne Kamera. Heute ist Annie krank. Heute ist alles anders. Ja. Ach, mal gucken. Lass mich nicht unterkriegen, ich will trotzdem meinen Spaß haben. Ich hoffe, ihr freut euch und ja. Hallo Chris. Ach, danke Eve. Hallo auch an dich. Ja, ne, wie ihr schon angekündigt, ne, mein Hals macht mir halt nicht zu schaffen. Ah, und seit heute ist eindeutig mein Körper krank. Oh, ich habe vergessen, Zettel noch mit. Ich suche kurz. Danke, Chris. Hä? Ist das der richtige? Nein, das ist der andere. Hey, da. Das sieht alles so gleich aus. Ich hoffe, man versteht mich noch gut und, ja. Okay, ich habe, bei Steam anmelden. Naja, ja, ich bin angemeldet, aber Freundesliste lädt halt nicht. Ich hab wieder irgendwie hier Serverprobleme, schätze ich mal. Ist doch häufiger so. Ja, aber ich glaube vom Spiel her bin ich jetzt drin, weil Downloads war auch verfügbar und sonst steht ja immer da keine Verbindung. Also denke ich, hat das geklappt. Ja. Genau. Wir haben Sachen vorbereitet. Also ich zumindest. Ihr vielleicht nicht, aber... Ach Gott, diese Maus. Hast ihn halt. Wundert einen doch eigentlich gar nichts mehr. So, zum Verkaufen noch. Oh ja, ich habe auch die Nägel. Ah, okay. Schrei ich heute mal nicht so durch die Gegend. Ist doch auch ganz gut. Ich muss nur mal das Spiel für mich leiser machen. So. Das schreit mir nämlich in die Ohren. Ich bin auch schon kurz davor zu sagen, dass wir dann doch ab übernächster Woche, noch nicht nächste, aber danach, dann vielleicht doch schon mal mit Tomb Raider anfangen. Weil ich glaube, ich kann eigentlich die Spieleinstellungen für Graveyard Keeper und Black Mirror packe ich in ein Ding und dann müsste es eigentlich funktionieren. Jetzt war die Kamera wieder rechts, aber ach, ich meinte ja schon, das ist okay, hätte sie gar nicht gestört. Ganz kurz gucken. Müssen wir noch mit dem Astrologen reden oder erstmal mit ihr? Ich hoffe, wir müssen mit Frau Anmut erstmal weiterkommen. Aber als erstes vielleicht das Schwert für Schlange und etwas Schmuck für sie. Oh, und wir müssen unser DLC auch noch weitermachen. Ich dürfte. So, wir haben unsere Regale fertig. Als nächstes. Doch, war richtig. Geht zum Abbau. Marmor. Da. Bleib hier. So. Genau. Haha. Und dafür braucht man jetzt die, die ich ausgepackt habe. Okay. Mist. Oh nein! Ist unsere Spitzhacke wieder hergestellt? Ja doch. Ach, wieso das denn? Ich glaube, das musst du aber selber bezahlen dann. Das ist Bestrafungsliste? Dark Souls Remastered durchspielen? Wieso, was meinst du damit, Eve? Hast du doch schon. Oder ganz alleine. Achso, nur das Ende dann, schätze ich mal. Aha. Nee, aber Chris, diese Idee, das ist auch von mir so meine Notlösung, wenn man irgendwann das... irgendwas schief gehen sollte. Einfach da bewerben. Man kommt garantiert rein. Das Problem wird halt nur sein, dass man vermutlich dafür zahlen darf. Wenn die Krankenkasse das nicht übernimmt. Haben wir jetzt eigentlich schon Gold rausbekommen? Ich glaube ja, ne?
Oh, was? Die Leute sind doch wirklich alle bekloppt. Hier fehlt auch wieder was. Aber das wird dann ganz schön heftig, Eve, ne? Da erstmal wieder reinkommen und dann noch Boss legen. Ich hatte mir ganz kurz was angeguckt von dem Code Vein DLC. Da gab es jetzt nämlich auch schon. Also das erste DLC ist jetzt schon draußen. Oh, da haben sie auch schon wieder einen verrückten. Also ich glaube, die haben da mehrere Bosse, aber ich habe nur einen kurz gesehen. Riesiger, Drache-artiges Wesen mit viel zu vielen Lebenspunkten. Das ist einfach nicht fair, aber. Ne. Ach, du hast die Fehler auch noch alle gefunden, Chris. Sag mal. Und der Typ ist einfach weggegangen und was war so, ja, hier mach mal und tschüss. Ja, was ein Arsch. Ach nee. Wen wundert's denn noch, ne? Ganz ehrlich. Stein haben wir noch. Wir müssen das noch schmelzen, ne? Wir haben ja sogar noch Gold, sag mal. Warum sagt denn keiner von euch was? Ach, tschüss. Schön. Für den Anschluss kommt man dann nochmal zurück. Ist doch nett. Laufen wir hin, wir laufen wieder zurück. Ich finde, man dürfte reichen. Nur die Frage, ob wir das auch auf diesen Steintisch legen können. Ob er das dann runterträgt. Ja. Ich glaube schon. Unsere ersten Schritte in Marmor. Ich. Ja, geht auch noch bestimmt zwei. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Aber du kannst es gerne versuchen. Ich hoffe, der nimmt mal ein bisschen was von dem Marmor mit. Ja, schön. Der ist so artig. Genau das, was ich will. Oh nein, schmerzende Hüfte jetzt auch noch. Oh Mann, ey. Aber schön, dass wir alle unsere Wiechen haben. Jeder auf seine Art und Weise, aber ne, können wir uns doch gegenseitig ein bisschen bemitleiden hier. Zu voll. Trage ich das jetzt heim? Ja, vielleicht so ein bisschen unterstützen und nicht tragen. Ah. Vielleicht ist er schon aus Versehen fallen oder so, wenn sie so rumzappelt und dann hat er auch eine gute Ablenkung. Das könnte auch funktionieren. Schnell zurück fürs Gebiet. Selber machen. Ja, so. Huch. Das ist auch eine gute Idee. Einfach abhauen, wenn er lacht. So. Immer noch Reichtum, Macht und Ruhm. Lag doch nicht. So. Bieten wir wieder für den wohlwollenden Segen von Klaube.
und Geld. Ach, sie sind alle so begeistert. Das mag ich immer an den Leuten. Wir brauchten aber 12 Gold. Wir sind bei 3. Das wird noch eine Weile dauern. Können wir mit ihm eigentlich gerade nicht anfangen. Wir müssen unseren Friedhof natürlich noch verbessern. Moment. Kurzes Häkchen. Als nächstes aber erstmal noch das Schwert von Schlange dran, weil ich glaube, mit ein bisschen Schmuck vom Händler sind wir dann schon fast fertig bei ihm. Sehr gut. Hat wirklich funktioniert. Belohnungskeks. Einmal Gold. Oh, braucht er das Juwelenbesetzte? Halt. NPCs. Er möchte nur sein Damozenerschwert. Jetzt bin ich aber echt am Überlegen, was wir ihm dann. Dann muss es ja das sein. Wir brauchen einen Diamanten noch. Und 3 Goldeinheiten. Hui. Also noch ein paar Stahlteile. Gold könnte reichen. Oh, die Stahlteile sind nur dem anderen. Ich will den jetzt nicht extra aufwerten. Brauchen wir noch die... Stahlbarren? Nee, haben wir eigentlich genug? Wo soll der eigentlich den Marmor hinpacken? Hat sich das mal einer gefragt? Eigentlich müssten wir dann einfach noch so einen Steintisch hinpacken, so ein Lager. Stapel. So ein Steinvorrat vielleicht einfach noch. Oh, ich bin gerade sehr verwirrt. Ne? Wie eigentlich immer. Echt am Überlegen, ob nicht am Ende von dem Dungeon noch so ein Schwert wartet auf uns. Das wäre richtig ärgerlich. Wir brauchen noch Geld, wir müssen die Zwiebeln verkaufen. So, und genau, hier können wir da golden hin. Oh, schön. Währenddessen macht doch unsere Taverne noch ein bisschen. Taverne, noch ein bisschen Geld. Na. Nein! Ah, Mist, da war noch der Weizen. Nein! Gleich wieder rausreißen. Ja, genau. Wir hätten auf jeden Fall noch schön was einpflanzen können. Oh. Zurück, du Brett. Dieser Balken immer. So, da ist erstmal das Schwert. Schmuck müssen wir kaufen. Der wird auch teuer werden. Oder wir kaufen...
2 Juwelen. So, mal sehen. Oh, nicht schon die Bretter. Eigentlich darf ich den Holzblock oben gar nicht mehr benutzen. Die ganzen alten Sachen. So ist viel besser. Ich gebe noch Punkte aus, es passiert gar nichts. Wir brauchen noch eine Karotte. Aber nur eine. Nicht hier, sondern da. Dann werden wir mal schön ein bisschen zu Fuß spazieren. Ach, ich habe noch so viel Zeit übrig. Okay, ich gucke noch mal ganz kurz, was wir für so ein weiteres Steinlager brauchen. Wir müssen halt unbedingt noch mal machen, dass wir das Marmor bekommen. Dürfte er uns dann nämlich auch dahin bringen. Hier, genau. Das reicht auch hier unten hin. Schon merkwürdig, dass man einige Sachen rotieren kann und andere nicht. Ja, da sind Marmor und Steinreste drauf. Also wirklich für beides gedacht. Ich weiß nicht, ob das Spiel druckelt, also das Spiel, oder nur unser Bartmann. Jetzt kommt die beste Anspielung überhaupt. Weswegen sich das DLC zu 100% gelohnt hat. Ja. Über das Vergrößern der Karotte. Wir müssen ja, um beim Bauern reinzukommen, ein wunderschön riesiges Gemüse vorlegen. Namens Alexia Liffy. Also ganz kurz mal hier. Liebste Glotto, kannst du das etwas vergrößern? Ah, ja, ja, jede Woche. Na klar, kann ich dein Ding vergrößern? Nein, nein, nicht das. Du sollst mir eine Karotte vergrößern. Oh. So, dann nimm das auch. Nein, nein, ja, ja. Nein, du sollst eine echte Karotte so groß wie ein Holzscheit machen. Oh, ja, das ist ja noch einfacher. Aber im Gegenzug will ich ein Date mit dir. Nicht mit dir, einfach nur ein Date. Oh Mann, ich denke mir heute Sachen aus, ne? Ihr wisst ja. Ein Date? Hör mal, ich habe etliche Macken und außerdem... Nein, nein, nicht mit dir, Süßer. Auch wenn du ziemlich niedlich bist. Ich meine mit dem süßen Ingenieur Cory. Okay, ich werde mal versuchen, dir ein Date zu organisieren. Meine Karotte wolltest du vergrößern. Nur dafür sind wir hergekommen. Ach, ich weiß auch nicht. Also lernen die an sich ja ganz gut. Oh, aber es wird einfach nicht aufgefüllt. Also zumindest habe ich geschafft, was ich heute schaffen wollte und das ist doch die Hauptsache. Also jetzt hätte ich auch den Stream ausfallen lassen, beziehungsweise ich war jetzt halt echt überlegen, ob ich mich hinlege und schlafe, beziehungsweise habe ich heute mich auch schon mal hingelegt, aber es bringt halt nichts. Das ist doch was. Warum laufe ich eigentlich immer? Ich überlege nur gerade, doch wir werden nochmal ganz kurz den Abstecher machen. Ja. Oh ja. Nee, wir können nur die Kistenregale. Das ist auch leer. Ja. Nee, aber um ehrlich zu sein, ich glaube, ich sehe viel schlimmer aus und höre mich auch schlimmer an, als ich mich am Ende dann wieder fühle. Und das ist ja immer noch die Hauptsache. Wie fühlt man sich selber so fühlt?
Muss halt nur ein bisschen versuchen, meinen Hals ein bisschen zu schonen. Ja, mal sehen, vielleicht machen wir heute auch nicht ganz so lange. Fehlt alles so ein bisschen. Ich glaube, man könnte sich irgendwie noch einen Grund und einen Keller bauen, aber... Da ist der Marmor. Wusste ich's doch. Oh Mann, ey. Wie der ruckelt. Das liegt eindeutig nur an diesem Spiel. Ich kann hierfür gar nichts, ja. Okay. Ach, jetzt haben wir die, oh, so viele Karottenschnitze in der Tasche. Ja, kein Wunder. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ich kriege auch irgendwie gar nicht mehr mit, was für ein Tag gerade ist und... Weiß nicht, die ganzen Spiele sind mir momentan so ein bisschen egal. Vor allem diese PS Plus Games, reizen mich schon lange nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Wenn es halt nicht diese Mitgliedschaft ist, um online zu spielen. Ich glaube, ich hätte es auch schon weggeschmissen. Ja, super. Das ist ein Schwachsinn. Ich glaube, dass so eine Mitgliedschaft lohnt sich halt echt für Leute, die halt keine Spiele haben und irgendwie was sammeln wollen. Also, ich brauche halt keine Spiele dreimal. Kommt alles mit und reicht noch. Also Sims 4 ist ja nicht verkehrt, wobei ich mir aber das auf der PlayStation echt mehr vorstelle. Man hat so viel mehr Kontrolle, wenn man das am PC spielt. Ah, das ist ja der Collection. Ja, das stimmt. Vielleicht nochmal eine Devil May Cry Collection. Ich glaube, die gab es ja auch noch nicht im PlayStation Plus. Oder doch, gab es die? Hatte ich mir die ausgeliehen oder habe ich... Oh, jetzt bin ich überlegen. Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter hier. So, meine kleinen Schnitzelchen. So ist besser. Ach, weg, weg mit die Maus. Das reicht nicht für Wein, aber das auf jeden Fall. Warte ja immer noch auf die Spiele, die mir eigentlich immer fehlen. Die ich niemals haben werde. Vor allem von der PS3. Ah, und das kommt auch hier. Nee, ich fand es immer noch schade, dass sie nicht im Grunde die Community gefragt haben, was sie sich denn eigentlich immer wünschen. Naja, die fehlen Community. Ich weiß. Es ist halt. Oh Gott, das ist ja so viel. Kann ich das ohne in die Tasche zu stecken? Ja. Müssen wir ein bisschen was brauchen oder am Ende einfach wegschmeißen. Stelle ich jetzt noch ein Marmorzeug hier?
hier ein 3 Stück Marmor und wir müssen wieder. Och, natürlich. Natürlich, warum nicht? Kann ich den nicht herstellen? Das ist ja fies. Ja, auch nicht nur an den kleinen, richtig? Ja. Hm. Hä? Achso. Hm. So, mit Schuh draus. Jetzt kann man aus den Keilen wiederum die Keile. Und jetzt können wir Marmor endlich herstellen. Ich glaube, das gibt auch beim Arbeiten blaue Punkte. Ja. Also einen, aber immerhin. Da macht er mir jetzt nur ein paar Stückchen draus. So, Zeit aufzubrechen. Ah, ach Junge, aus dem Weg hier. Einmal ganz kurz zu Kuri hochlaufen. Nach dem Date fragen. Also nicht für uns. Wegen dem Date mit Kloso. Kuri, willst du mit einer unwerfenden Schönheit auf ein Date gehen? Hm, ja klar doch. Mein Alter ist kein Hindernis. Ich bin doch immer stark und heiß. Ah, da gibt es nur einen Haken. Sie war mal eine unwerfende Schönheit, aber das ist schon ein Weilchen her. Es ist Kloso. Wow, okay. Tut mir leid, aber von verrückten alten Schachteln lasse ich lieber dir. Lass ich lieber die Finger. Ah, das ist schade, aber ich kann es ihm auch nicht verdenken. Vielleicht weiß dein Bruder Trest ja, wie man Kuri umstimmen kann. Ah, der wohnt wieder auf der ganz anderen Seite hier. Hilfe! Schön, dich zu sehen. Gibt es was Wichtiges? Trest, wie bekomme ich denn Kuri dazu, etwas zu tun, was er nicht tun will? Hm. Weißt du, was Kuri mir beigebracht hat? Dass ein guter Rat teuer ist. 10 Silberlinge. Hui, für einen Ratschlag. Niemals. Ja. Wir können ihm einfach Bescheid sagen, dass er sich gerade ein bisschen weigert. Das ist nicht das Problem. Vor allem, da wir ja gerade so ein bisschen geizig sind. So ein bisschen? Ziemlich. Was macht die da? Hallo? Lady? Was? Bestimmt hat sie da ihre Katze begraben oder so. Ach, da ist der Händler. So, mal gucken, ob er uns... Genau, er verkauft uns 2 Diamanten für 60 Silber. Er hat auch gar keinen Schmuck, das heißt, wir müssen das wirklich selber herstellen. War da nicht gerade noch 30? Oh nein, ich glaube, das ist der Preis, mit dem wir das verkaufen könnten. Aber es muss sein. Das muss wirklich sein. Meinst du wirklich den Ehemann? Na, sie lässt doch nicht mit sich reden, ne? Einfach den Alten hinten im Garten begraben. Oder verscharrt. Im Stein draufgeschmissen. Fällt nicht auf. Uff, okay. Also, wir brauchen 3, 4 Gold. Dafür brauchen wir genau noch die Teile, ganz vergessen. Ich habe ja keine Schüsseln vorbereitet. 4 Goldeinheiten brauchen wir eigentlich. Oh, dieses Arbeiten geht sehr fix, ja, ja. Ich meine, man stellt aufwendige Goldringe hier aus einem Goldbarren. Dafür muss man schon einiges an Arbeit aufwenden. Ein Punkt nur? Oh Mann. So, daraus könnten wir jetzt schon mal den Schmuck herstellen, im Grunde. Stahlschwert? Haben wir denn das? Mit unserem Stahlschwert wohlgemerkt. Hm. Okay, der Schmuck.
dann wieder 3 Stahlteile für 3 Schmuckeinheiten. Und dann haben wir auch das Schwert. Es läuft doch eigentlich gar nicht so schlecht. In den Sumpf kann man sich leider nicht teleportieren. Aber vielleicht schaffen wir es, sie noch zu erwischen. Ui. Hat hier ein Spiel vor uns, oh Gott. Ja, prinzipiell schon. Ich habe heute erstmal darüber überlegt, dass ich den ersten nochmal spielen wollte, weil da waren gleich noch ein paar Sachen offen. Da gibt es ja immer schön noch so ein paar Erweiterungsmodi, also von wegen so, ja, mach alles nur auf Level 1 oder sowas. Da kann man aber alles andere so ein bisschen hin und her stellen. Das macht doch mal irgendwie so eine kleine Herausforderung. Ich finde sowas immer ganz nett. Weiß nicht. Also der erste ist für mich auch noch nicht ganz abgeschlossen. Ach, sie steht doch noch da. Ich wusste es doch. So, wie in dem Date mit Cori. Er hat mich keinen Bock auf sie. Er hat sich doch bestimmt über meine Einladung gefreut, oder? Ja, aber ich würde dir nicht empfehlen, mit Cori auf ein Date zu gehen. Als ich ihm nahe gekommen bin, habe ich verfluchte Runen auf seiner Kleidung entdeckt. Seine Augen brannten und sein Atem roch nach Schwefel. Es war einfach furchterregend. Ein böser Geist? Das hätte ich wissen müssen. Und dank dir bin ich diesem furchtbaren Schicksal entkommen. Genau. Vielen, vielen Dank. Und nun lass mich deine Karotte vergrößern. Ja. Ach, guckt sie euch an. Riesig wie ein Baum. Auch. Oh. Sie hat meine Karotte vergrößert. Ist sie nicht lieb? Oh, was? Du bist immer noch beim Endgegner. Uff. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, ich sollte das nochmal spielen. Das war wirklich super süßes Spiel. Ich hoffe einfach auch, dass es. Also, ich kann es mir auch gut vorstellen, dass im zweiten Teil einfach mehr Nebenquests sind, mehr blöde Story oder so, dass es ein bisschen länger ist. So, über Nacht legen. Wo legen wir es denn hin? Können wir es hier ablegen? Nein. Ich lasse es hier liegen, ich gehe jetzt schlafen. Ich hoffe, dass es am nächsten Tag nicht verschwunden ist. Man weiß ja nie. So, ein wunderschöner neuer Morgen. Die Karotte liegt doch da. Ja, sieh da mal. So, Teile sind fertig. Und damit machen wir unseren Schmuck. Vielleicht kriegen wir das Schwert sogar noch fertig. Oh. Der Salbertee kratzt viel doller als Kamillentee. Tut ja schon fast weh. Wenn ich mich richtig erinnere, brauchen wir noch sehr viele blaue Punkte. Weil wir noch die Steinstatuen herstellen wollten. Mal gucken. So, bestes Sword. Zumindest, soweit ich weiß. Energieverbrauch 1 und macht 20 Schaden. Also eigentlich optimal. Ich werde mir aber mal noch ein Stahlschwert. Jetzt ist die Frage, wo? Bestimmt am Amboss. Eins nachbauen. Nee, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Das kann doch nicht sein. Das ist nur die Rüstung. Warum sieht das Schwert hier gepackt? Na, ich bin so leicht zu verwirren, das können die doch nicht tun. Sigama? Da ist es doch. Oh Mann. Schon dreimal daneben geguckt. Ich bringe ihm schnell das Schwert runter. Und vielleicht. Ich glaube, wir gucken uns das vorher mal noch an. Also irgendwann möchte ich das natürlich auch mal besitzen, aber.
ziehen. Völliger Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, wenn man hinguckt, geht der Balken wieder rückwärts. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. War ja wie so ein Bällebad. Hm, ein Bällebad. So, Kollege. Sag mir nicht, dass du das Souvenir besetzt und nicht haben möchtest. Da. So macht man das. Oh, das ist ein schickes Schwert. Dein Timing ist perfekt. Ha, war nur Spaß. Ich folge dir schon eine Weile. Und ja, mir ist bewusst, dass du mir das, dass du das Schwert hast. Ah, seine Anhänger, guck mal. Da sind sie schon. Das ist mein Gefolge. Sie haben sich hier versammelt, um Zeugen meiner Macht zu werden. Ist das echtes Blut? Wie, hier ist es ganz schön unheimlich. Bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee war. Ja, ich glaube, du hast recht. Sein Gefolge, die haben echt gar keinen Bock auf den Scheiß. Bestimmt auch bezahlt. Ah, also ich muss dich mit diesem Schwert töten und dann kehrst du von den Toten zurück. Wow. Wie hat Schlange das nur angestellt? Er muss doch mächtig sein. Wir sollten ihn anbieten. Bla bla bla. Das ist gar nicht in Ordnung. Buh. Er zittert vor meiner Macht über das Leben und den Tod. Das sind nur leere Worte. So wie werde ich beten in der Kirche. Folgt mir und werdet unsterblich. Er hat uns umgebracht. Dieser Mistkerl. Ach, genau, das ist unser Balken. Du bist tot. Ah, ich muss zur Schlange zurück. Dieser Mistkerl. Ist so eine hinterhältige Schlange. Wer hätte das gedacht? Nimm die Beine in die Hand, wir haben heute noch was vor. Ja, ja, genau, ein Skript tot. Und wieder zurück. Jetzt kann er sich nämlich richtig mächtig fühlen. Ah, und deswegen haben die euch belogen. Aber ich werde euch nie belügen. Nach dem dunklen Ritual werden wir sie alle unterwerfen. Da ist er. Er ist am Leben. Er ist unsterblich. Ah, seht mal, mein erster Gefolgsmann. Jetzt geht nach Hause und erwartet meine Befehle. Oh, mein Leben wird nie mehr das alte sein. Heil, Schlange. Müssen wir jetzt immer noch zur Kirche? Er hat recht, diese Stadt braucht Veränderung. Du bist echt beeindruckend von dieser Sterbes. Was? Ja. Die war so dramatisch. Sind wir jetzt hier fertig? Klar, ich musste noch ein paar letzte Vorbereitungen treffen. Aber ich bin ein Mann. Mann. Wunderbar, oder? Ja. Also ich schätze, nächste Woche, wenn er wieder aufkreuzt, haben wir von ihm schon ein bisschen mehr zu erwarten. Oder den nächsten Auftrag. So, und jetzt nur noch hoffen, dass ich jetzt den Bauer noch erwische. Aber wisst ihr was? Bei meinem Glück komme ich gerade an und er verschwindet im Haus. Mit der Möhre, bitte. Ich glaube, mit dem Inquisitor waren wir momentan soweit fertig. Der war gerade zufrieden und wollte nichts haben im Moment. Na, das wird sich schon noch ändern. Erstmal die riesige Karotte hier. Hiho, hiho, hiho. Ah, da. Hast du jetzt eine große Karotte gesehen? Das ist so eine große Karotte. Meine war mal viel größer, als ich jünger war. Ja, darüber reden wir nicht. Ah, in Ordnung, komm rein. Ha! So. Kann man ihn eigentlich so richtig schön bestehen, aber wir wollen ja nur den Legionärsim, also nehmen wir den auch nur. Hm, gebratener Kürbis. Na. Also auch, als ich selbst gespielt habe, habe ich mir auch nichts rausgenommen, weil man braucht halt nichts. Und man weiß nicht, vielleicht reagieren die Leute ein wenig über. Ach, wir laufen noch hin, wir sind ja schon fast da.
Warte, machen wir noch kurz Abstecher in die Taverne. Sagt Volk wieder mit was Wein verköstigen. Ich habe gerade überlegt, ob wir noch was. Nein, wir müssen nichts kaufen. Auch nicht verkaufen. Aber ich glaube, wir brauchen noch ein paar Federn, wo wir schon mal hier sind. Das ist eine gute Idee, glaube ich. Gefühlt wieder pleite. Wir sind schon bei 5 Gold. Fehlen noch 7. Sechs? Ah, ja, Kunde. So, dann noch mal ein bisschen Flashback. Back, Flash, Flashback. Super, du hast es geschafft. Ich glaube, du bist der erste Mensch, den der Bauer jemals reingelassen hat. Ah. Muss er das so betonen? Damals. Vorwärts, Marsch. Ja, ich bin dabei, Leute. Cool, Krasswort. Horatrick, was ist mit dir? Ah, ich bin mir nicht sicher, Hove. Diese Sache, irgendwie stimmt sie. Die Nachttöpfe, die wir für die Priester auslernen, stinken, Mann. Schon wieder Rechtschreibfehler. Was ist da los? Schämst du dich nicht? Du bist ein zäher Krieger. Ja, ich weiß. Auf den muss ich aber die ganze Zeit achten beim ersten Mal. Aber du stehst nur herum wie eine Statue und verscheißt die betrunkenen Fans der Priesterin. Das war's. Ich habe schon vergessen, wie man den Helm anzieht. Bei der Wille des uralten Gottes, Rolle. Na, dann lass doch unseren willensstarken uralten Gott die Nachttöpfe der Priester auslernen. Wir brauchen ihn nicht, Horatrick. Wir können auch selbst Wasser und Nahrung finden. Stimmt's? Du tschüss. Und tschüss. Klar, und ich will mir meine Frau selbst aussuchen. Hast du die Kuh gesehen, die er für mich ausgewiedelt hat? Oh, das ist schlimm. Das ist auch gerade oben in der Burgfeste, ne? Wir würden es sowieso nie schaffen. Digus wird uns niemals den Schlüssel zum Portal überlassen. Oh nein, sie haben keine Anweisung bekommen. Das stimmt. Ja, du wirst ihn wohl stehlen müssen. Vater beklauen. Krasswort. Wie können wir nur? Hm, nun ja, er ist ja nur dein Adoptivvater, also... Ah, okay, dann machen wir das halt ohne dich. Du hast Kette versprochen, dass ihr zusammen sein werdet. Und ich... Ja, okay, aber ich hoffe, du hast gewonnen. Ich bin da ja dabei. Halt! Hintere Reihe, Marsch! Rechte Flanke, Marsch! Schön in der Ecke geparkt. Hör mal, dieser Hoffe klingt nach einem coolen Typen. Er weiß, was er will. Nicht so wie diese anderen Schwächlinge. Ja, ja, irgendwie, ja, du hast ja recht. Übrigens habe ich dich schon wieder nicht gesehen. Ja, Hoffe hat tolles Haar, ne? Naja, glaubst du, wir finden irgendwo eine Perücke und ein bisschen Kleber? Karl gefällt es ihm eigentlich besser. Machen wir weiter. Das nächste sind uralte Dietriche. Wow, ich glaube, der Müller hat ja welche. Hm, okay, das war jetzt ein bisschen unerwartet. Außerdem brauchen wir eine Priestermedaille. Und der alte Digo kann uns damit helfen. Digo, noch irgendwas? Ja, ja, Krasswold hat noch so ein Artefakt. Den Legionärsdolch. Aufgabe, Aufgabe, Aufgabe. Erstmal kommt das oben rein. Oh.
Ist ja ein bisschen schicker. Wir haben schon zwei von den Sternen verdient. Und ich glaube, wenn wir mit der Nebenquestreihe so ein bisschen fortfahren, haben wir da die Möglichkeit. Ich bin gerade. Wo stehen denn die Sachen? Ach ja, doch, genau, stehen da. Die Taverne noch ein bisschen zu erweitern. So, vom Müller dann das andere. So, Schlange hat sein Schwert bekommen. Müssen wir aber wieder besuchen. Und los haben wir die Karotte. Ich schreib Schlange nochmal auf, dass wir nicht vergessen. Ja, aber erst müssen wir nochmal mit Frau Anmut sprechen. Oh, und wir müssen ganz kurz mal die Reihe hier reingucken. Ja, genau, wir können schon die Statuen herstellen. Drei Stück davon brauchen wir nämlich für den Bischof. Das läuft echt super gut, hätte ich nicht gedacht. Also generell, irgendwie hätte ich wirklich mit viel mehr ich die im Regen und Fälle Holz oder sowas gerechnet. Oder dann halt eben im Steinbruch. Also wir müssen da schon mal noch irgendwann hin, noch mal ein bisschen Mama noch besorgen, aber ich glaube, soweit kommen wir echt gut zurecht. Man braucht halt schon irgendwie so einen kleinen Plan. Och. Klein zumindest. Und ein paar Zwiebeln, finde ich. Und ein leeres Inventar. Na, ist doch ärgerlich. Oh, wir haben ja schon wieder Alchemistenrezept hier. Mehr goldene Zwiebeln. Ich hasse das, wenn ihr das immer macht. Ich versuche schon immer möglichst seitlich daran zu gehen und dann dreht er sich doch wieder um. Torf ist richtig, aber dieses Amt. Danke. Da haben wir noch zwei. Läuft doch eigentlich ganz gut für uns. Und den Weizen nehmen wir auch wieder mit runter in den Keller. Können wir noch ein bisschen Hopfen machen. Ja. Hopfen brauen. Hm. Wir brauchen ein bisschen Hopfen. Ja. Hier sind wir einfach mit dem Hopfen ein bisschen Bier brauen. Ich glaube, das kommt besser an. Das ist direkt weg. Okay. Ich beschwere mich nicht. Nein, nein, nein. Wir müssen mal gucken, ob er vielleicht noch ein paar blaue Bücher geschrieben hat. Nein, rot ist auch okay. Oh, wir haben schon wieder die Weizenkörner vergessen auszupacken. Blaues Buch. Aber ich bin ganz froh, ich meine, da ist noch kein einziges Grün geschrieben und ich glaube, die Chancen sind schon gleich aufgeteilt. Ach, das sind 25er Stacks. Ah, verstehe.
Nee, der will gar nichts. Die Unterstützung, die genaue Lizenz, dafür arbeiten wir schon. Jetzt machen wir uns wieder an die Statuen ran. So ein bisschen die Frage, wo wir die jetzt eigentlich herstellen können. Steinschneider 2? Das ist einfach hier. Ach, da ist er doch. Wir müssen wieder schön polieren. Und zusätzlich dann noch. Ach ja, genau, wir müssen jetzt gucken, dass wir dann auf einmal so einen guten Meißel noch hinkriegen hier. Jetzt wird das nämlich ganz. Wir müssen auch die beste Qualität liefern. Und wir brauchen halt auch noch den Glaube dazu. Das wird schon ein bisschen eklig. Ich glaube, das kriegen wir auch gar nicht so einfach hin. Könnte sein, dass wir noch ein bisschen blaue Punkte dafür brauchen. Polieren geht. Ja, ohne Probleme hier. Ich würde auch so gerne den Marmor untersuchen. Huch. Ach ja, sind ja auch nur rote Punkte, aber trotzdem. Wir brauchen ja auch rote Punkte noch. So. Ja, genau, wir müssten uns einen goldenen Stahlmeißel herstellen und wir müssen noch diesen Einpirk. Wo ist er? Wo er in der Gegend steht und noch irgendwas in der Hand hält. Ist das der Schmied? Nee, hier Ingenieurswesen war das, glaube ich. Moment nochmal, ganz kurz gucken. Ja, das sieht. Ja, genau, Ingenieur. Okay, okay, okay. Moment. Ich würde mir auch gerne mal Sachen so markieren. 100 blaue. Okay. Ja, kann man machen. Kann man machen. Ich kann noch ganz viel wieder Bücher schreiben, Kind, ja. Uff. Also natürlich können wir auch noch ein paar von den Statuen herstellen. Hatten wir nicht noch Statuen? Ah. Das ist dasselbe hier. Nein, die haben wir noch nicht. Die müssten wir extra freischalten. Hui. Huiuiui. Oh oh. Ja, also das wird halt noch ein bisschen dauern, ne? 100 blaue? Also kriegen wir hin, ist nicht das Problem, aber... Hm. Ja. Das sind ja nur noch 80. Wir könnten ja erstmal weiter unsere Steine polieren. So ein paar noch. Mama, haben wir keinen mehr? Blub, blub. Ach, das ist doch ein bisschen zu langsam, finde ich. Ich weiß auch noch gar nicht, wie wir so einen Goldmeißel herstellen. Moment. Okay, alles klar. Ach doch, genau, hier mit den Perks dann. Da müssen wir ein bisschen Rätselraten machen, ob vielleicht ein Goldener rauskommt. Ist ja auch nett. Also machen wir jetzt einen silbernen. Wir brauchen wieder Stahlteile und eine Linse auf jeden Fall. So oder so. Also wieder Schüsseln. Also wieder Lehm. Ja, also wieder Lehm. Man dreht sich doch im Grunde wieder immer im Kreis. Es sind immer wieder holende Tätigkeiten.
sammeln wir schon echt gut. Der Astrologe kommt. Ich glaube, man könnte theoretisch mit ihm sprechen. Aber wer hat denn mit Frau Anmut schon gesprochen, dass sie so ein bisschen unzufrieden ist, je nachdem. Ich glaube, wir sollten nochmal ganz kurz zu ihm gehen, nur für den Fall. Die Linse wieder hin. Müsste man die auch herstellen? Hier, genau, mit der Politur passt und dafür brauchen wir wieder Ölen. Ich weiß nicht, ob wir noch hier welches haben. Genau, dann könnte man das einfach nehmen. Muss ich doch nicht nochmal extra welches herstellen. Und dann auch wieder ein paar Linsen. Die haben wir auch schon. Ach genau, die kann ja für 20 auf den Arbeitstisch zerlegt werden. Weiß mit Sternchen. Oh, warte mal, haben wir jetzt schon einen zweiten gebastelt, um was wir ihn eigentlich bräuchten? Ach nee, das sind Bronzen noch. Hab ich doch alles richtig gemacht. Ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen, so ob man irgendwie zu viel macht, aber das kann man, glaube ich, gar nicht. Zwei Glaube und ich glaube, wir brauchen 15. Genau. Und dann halt hoffen, dass überhaupt was passiert. Wobei, man kann doch erstmal. Genau, wir können ja es darauf anlegen, dass wir uns hier halt einen mit den Perks dann herstellen. Natürlich mit Ingenieur und Schmied. Das sind dann nochmal. Ja, nochmal 30 Punkte. Aber das hilft halt auf jeden Fall, das ist sicherer. Ab ins Bettchen. Ah, oh Gott! Der kann sich anschleichen. Endlich! Musst du wirklich jedes Mal sagen, wie erfrischt du dich fühlst? Was machst du hier? Wir haben ein Riesenproblem. Ein berühmter Vampirjäger ist auf dem Weg zu deinem Friedhof. Und er wird mich umbringen und deine Kirche vermutlich niederbrennen. Warum wirst du von einem Vampirjäger gejagt? Ich bin bei der Demonstration meiner Macht. Über Leben und Tod. Wohl ein wenig zu weit gegangen. Und einer meiner Kultisten war dumm und geschwätzig. Es ist echt schwierig, heutzutage gute Leute zu finden. Komm zurück und ich schätze mal guten Hunger oder so. Weiß nicht, aber noch viel Erfolg beim Jagen, falls ihr noch vorhabt, ne? Was machen wir jetzt? Wir müssen in der Nähe des Hexenhügels auf dem Weg zum Friedhof eine Falle vorbereiten. Wir lassen es einfach wie ein Unfall aussehen. Ich habe im Bordell in der Stadt schon eine Ablenkung für ihn vorbereitet. Also haben wir ein wenig Zeit, aber nicht viel. Ich erwarte dich am Hexenhügel, gleich über der Straße. Okay. Ist er denn heute da? Ist ein bisschen merkwürdig, aber... Ja. Vor deiner Hand. Ja, nicht jetzt noch die Wölfe anlockst. Dann musst du aufpassen. Gleich über der Straße. Ist er hier irgendwo? Ich glaube, er ist heute einfach nicht da. Wenn man ihn auf der Karte sehen könnte, das wäre so einfach. Gleich über der Straße.
Ach doch, da ist er. Guckt mal, hier. Falle vorbereitet. Ha, endlich. Hast du ein Holzbrett mitgebracht? Warum hätte ich das tun sollen? Weil ich das gesagt habe. Nein, hast du nicht. Okay, auch egal. Hol einfach eins. Beeil dich. Ah, Holzbrett. Warte mal, was für ein Holzbrett? So ein richtiges Holzbrett, Holzbrett oder eine Holzplanke? Ein richtig. Also, Holzplanke hier. Mit dem Spiel können sie irgendwie auch nicht einigen, was sie jetzt eigentlich wollen. Was? Volles Glas im Kitten? Ah, Glas! Oh Gott. Oh nein. Nein! Ich bin auch ehrlich gesagt ganz froh, dass ich momentan nur noch aus Tassen trinke. Die kriegt man nicht so schnell umgehauen, aus Versehen. Hier, ein Brett, ein Brett, ein Brett. Ich meine, ja, aber also... Man ist ja immer so... Ja, man hat ja schon immer volle Taschen, aber ich habe halt meinen Auspackfimmel, dann... Packe ich so ein Brett halt schnell mal aus. Nein. So, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Hier, Holzbrett. Ich will noch zum Astrologen. Gut, alles ist bereit. Das Glück, dass er noch nicht hier ist. Warten wir einfach ein bisschen. Verdammt! Wie lange müssen wir denn noch warten? Nur noch ein bisschen. Es wurde Tag, es war Nacht und wieder Tag und wieder Abend und... Bist du sicher, dass er noch kommt? Naja, wir müssen ein wenig geduldig sein. Kein Mensch verbringt so viel Zeit in einem Bordell. Ja, dann ist er ja vielleicht gar nicht. Und wieder Nacht. Guten Tag. Ich bin echt müde und ich habe auch Hunger. Alles steht auf dem Spiel. Bleib einfach ruhig. Und wieder Nacht. Und wieder Tag. Er kommt, mach dich bereit. Das ist genau eine Woche. Halt noch irgendwas sagen. Ich liebe Nebenaufgaben. Einfach schnell rein und raus. Na, wer hat ihn erkannt? Ha, das war ja Baby einfach. Berühmter Jäger. Und besiegter Krieger. Ach, verwegen. Wie nett von ihm, dass er sein Medaillon mitgebracht hat. Jetzt können wir auch die tiefsten Teile des Kerkers erforschen. Und was jetzt? Ah, und, guten Morgen, Leute. Beseitigen wir einfach die Leiche und räumen den Weg wieder frei. Triff mich am Kerkereingang. Ich habe eine letzte Aufgabe für dich. Oh, wir sind ein super Team. Ach ja, wir sind eine ganze Woche im Bordell verbracht. Nein, nein, der ist, warte, hier. Das war nur eine Attrappe. In Wirklichkeit hat er sich bestimmt schnell wegteleportiert. Oh, nun, jetzt haben wir eine Leiche. Jägermedaillon haben wir auch erhalten. Verdammt, ich will doch ganz schnell noch zum... Ich muss einfach, nur um sicherzustellen, dass er noch irgendwas für uns hat. Ach, okay. Es beruhigt mich schon echt ungemein, ne? Ja gut, schnell zurück ist jetzt nicht. Jägermedaillon, aber... Ha, Mann, keine Beschreibung, das ist immer so ärgerlich. Also ich finde, da hätten sie sich ein bisschen Mühe geben können. Ein bisschen... Mal gucken, vielleicht gibt er ja eine schöne neue Leiche für den Friedhof ab. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich brauche da ja noch ein bisschen Punkte. Ah, mein Geschnörkel. Oh Mann, ey. Ach Gott. Ja, ich glaube auch. Und dann auch noch ein Gigamedaillon. Hm. Aber es war ein goldenes, ne? Und der war eine Woche lang im Bordell und hat sich über Nebenaufgaben gefreut. Also, es kann nur einer gewesen sein. Zum Glück war Chris nicht heute hier. Ach nein. Die haben ja mit keinem Sterbenswörtchen irgendwas erwähnt, was man sich dann selber wieder zusammendenkt hier. Achso, der war ja schon hier. Ist ja, ne? Ganz, oh, 95% schon. Eine ganz andere Geschichte. Ja, ja. So, schnell rein. Ja, ja, eben. What the hell ist das denn? Ja, der hat ja nicht mal Fett. Das ist eine blöde Leiche.
Ich dachte, mit den ganzen Mutagenen muss er voll der Übermensch sein. Ach, der wird einfach verbrannt. Das tue ich mir doch in meinem Friedhof nicht an. Beim besten Willen nicht, nein. Ja. Guck, setz dich doch bitte einfach nur hin. Sonst muss ich hier Toss a Cat to a Witcher machen und sowas. Nee, Toss a Cat to... Your Witcher ist es ja, ja. Achso, die war... Ah, die geht noch. Macht schon gerade die wäre kaputt. So, oh, ja, das ist die. Müssen wir noch mal kurz... Ganz kurz hier. Schleif, schleif, schleif. Ah, der Verbrauch ist immer noch der gleiche. Tja. Also wir werden ihn ja nicht auf den Hexenhügel verbrennen, aber... Das muss. Also ganz ehrlich, das hätte ich beim besten Willen nicht mehr hinbekommen. Also ja, vielleicht irgendwann mit der ganzen Chemie-Scheiße. Das tue ich doch meinen Leichen nicht an, die sind alle bio. Auf Wiedersehen. Wollen wir noch ein wenig hier stehen bleiben und zugucken? Als ob es überhaupt nicht verdächtig wäre, nachts im Wald. Ich hatte heute bei der Arbeit auch schöne Ironie. Ach, erzähl doch mal. Bestimmt kein Hexer verbrannt. Reinschmeißen. Hui, das ist eine lange Geschichte hier. Hm, Feuerlöschsystem. Okay, ja, macht ja Sinn. Auf der anderen Seite machst du ein System, das Feuer anzündet, wenn es ausgeht. Was? Warum bitte? Also irgendeiner muss ja irgendwas falsch kommuniziert haben. Sonst, nee. Hat da einfach keinen Sinn. Ich nehme mal hier ein bisschen was raus. Verbrenne, also zerstöre das. Ist ja einfach zu viel. Ui, oh, Spiel. Aber sowas liebt man auch einfach, oder? So ein Schwachsinn. Was bringst du denn? Holz? Nee, du gehst wieder. War das etwa noch Stein? Ach nee, vielleicht eher Eisen. Ah, ich verstehe. Ja gut, das ist ja, ne? Jeder hat seine Seite, ne? Ist ja alles schön getrennt. Meine, wir brauchen das Medaillon noch. Lass mal hier in die Kiste der Kistensachen. Stäbchen, Teiler. Bisschen auspacken noch. Ah, da fühlt man sich auch schon ein bisschen verarscht. Aber ey, ihr habt die Woche was geschafft, ja? Für mich geht sie quasi gerade erst los. Ach nee. Ich hab gerade überlegt, ob wir wirklich noch was bauen müssen, aber hier doch nicht. Der ist auch nicht fertig mit seiner Geschichte. Lese ich dir mein altes Stück nochmal vor, das mögen die doch so. Dass die auch immer noch kommen, obwohl ich jede Woche das gleiche erzähle hier. Toll, 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 toll. Ja, Wahnsinn. Das ist doch. Bitteschön spenden. Das hat man heute auch schon mal gesehen. Jetzt verkaufe ich ihn wieder. Ach genau, hier ist es. Ich habe mich schon gewundert, wenn man den direkt gesehen hatte. Huiuiui, Aristokrat. Haben wir. Jetzt können wir direkt für 12 das Ding kaufen. Oder?
Das, nee, wir kaufen den Status und können dann das Papier dazu erhalten. Ich glaube, so ist das. Ja. Okay, ich glaube, der Müller war als nächstes dran. Der hat nämlich noch... Was? Nägel oder so? Mal gucken. Nee, der Dietrich. Dietrich hat er. Mal gucken. Ob er die denn wirklich hat. Ich weiß schon wieder nicht, ob Schlange jetzt wirklich unten im Keller steht und auf uns wartet. Oder ob er es in 4 Tagen wieder aufkreuzt. Ah, mir ist so langweilig, wenn ich nichts zu tun habe. Wie immer. Die Uhr öffnet hier. Ah, was auch immer du willst, merkst du fürs nächste Mal. Heute habe ich es eilig. Okay, ich muss ja nur kurz die Dietriche besorgen, die du hast. Das sagt mir, mir ist langweilig. Auf keinen Fall, das ist der einzige Hinweis. Stell dir nur vor, irgendein Schurke hat die Einladung gestohlen. Das war eine Einladung, an der offiziellen Comedy-Show in der Stadt teilzunehmen. Ich habe die 5 Qualifizierungsrunden überstanden. Ich habe 6 Bestechungsgelder gezahlt. Und wann hast du bemerkt, dass die Einladung gestohlen wurde? Nun, ich kam gerade von der Taverne nach Hause und habe diese Dietrich hier in meiner Tür entdeckt. Den Rest, naja, weißt du ja. Hör mal, besorg mir meine Einladung und die Dietriche gehören dir. Ich suche doch erst einmal die Gegend um mein Haus und um die Mühle herum. Okay. Ah. Fangen wir hier an. Ein Seil mit Schlinge. Hm, oh, da ist ein Zettel. Liebe wohl, grausame Welt. Adam. Adam hat wohl keinen passenden Ast gefunden. Ach, armer Kerl. Hanfseil. Kuchen? Jemand muss ja ein Picknick veranstaltet haben. Das ist schon etwas länger her, da ist ja schon Schimmel. Ekelhaft. Ich wusste, dass heute ein guter Tag ist. 30 Silber! Komm nicht näher, sonst greife ich an. Hey, warum versteckst du dich denn da? Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Bist du der Freund des Müllers? Naja, nicht wirklich, aber wir machen halt nur Geschäfte. Na gut, der Müller ist nämlich mein Erzfeind. Und ich bin hier, um seine finsteren Pläne aufzudecken. Schau, ich habe bereits einen verdächtigen Angelhaken gefunden. Er hat anscheinend nicht alle Tassen im Schrank, aber naja. Dieser Haken deutet auf den Leuchtturmwächter hin. Wärter. Er ist kein Wächter, er ist ein Wärter. Ich bin hier der... Warte mal, ich bin der Friedhofswächter oder Wärter? Ich möchte ein Wächter sein, kein Wärter. Wächter klingt so viel mächtiger. Können wir so ein bisschen stalken? Zum Leuchtturm. Sieht ein bisschen unruhig aus, der Gute. Ah, wo ist du, mein liebster Angelhaken? Wo bist du, mein Junge? Komm. Komm zu Papi, zeig dich. Ah, naja. Zum Glück habe ich noch viele andere Lieblingshaken. Das muss er sein. Ah, du bist ein Dieb. Gib dem Müller die Einladung zurück. Niemals. Er ist ein Betrüger. Die Witze, die er erzählt, das sind meine. Sie sollten mich einladen, nicht ihn. Dank ihm habe ich die Chance verpasst, ein berühmter Komiker zu werden. Na, weißt du was? Ich könnte eigentlich eine Comedy-Show in meiner Taverne organisieren. Dort kannst du dann einfach auftreten. Wirklich? Das würdest du für mich tun? Ah, mein Retter. Ach, lass mich dir einen Kuss geben. Aber da muss es auch ein Schlagzeug geben, sonst funktionieren meine Witze nicht. Ja. Für ihn dürfen wir eine komplette Comedy-Show organisieren. Ich glaube, das ist gerade noch nicht möglich. Ich weiß nicht, ob wir die Taverne auf... upgraden müssen, aber auf jeden Fall müssen wir halt noch das als Event veranstalten. Ich gehe eben gucken. Wir haben aber schon mal zumindest 2 Sterne, die wir, ja, Rufsterne, die wir dafür bräuchten, zusammen. Doch, es wäre möglich. Okay, mit, ja, mit 10... Ach, ich habe diese Tasche. Ich habe mich gerade gewundert, woher der Glaube kommt. Au. Warte mal, wie teuer war das dann? 5. Ah, okay. Schmeckt mir jetzt eigentlich nicht, weil ich wollte ja noch was anderes vorbereiten. Aber na gut. Können wir eigentlich auch gleich organisieren. Ich glaube, wir verkaufen dann ein bisschen unpassende Sachen dazu, aber naja. Nein, es ist halt so. Ich muss aber unbedingt vorher noch mal ein bisschen was herstellen. Dass wir auch den ganzen Alkohol gleich mitverkaufen.
mehr Geld und so. Wir sind jetzt bei 7 Gold. 7. 5 noch. 5. Ah. Ich häng bleiben. Hier ist eigentlich gar nicht das Problem. Ich bin immer zu faul dafür. Das ist ein ganz anderes Problem, was wir da haben. Aber ich glaube, insgesamt hat man schon eine Menge Geldquellen, wo auch schnell viel reinkommt, ohne dass man sich viel kümmern muss. Gerade hier Wein oder Bier, das ist Wahnsinn. Also wir haben jetzt aber nur noch die 3 Silber. Dünger, genau, Dünger. Oh Mann. Wir müssen uns halt mal welchen herstellen. Ich glaube, unten für die Zwiebeln brauchen wir auch noch welchen. Das ist ja. Kann ich noch nicht aufgeben. Dünger und Gold. Dünger. Und goldene Trauben. Ja, dann war es mit dem Hopfenkern, glaube ich, dann schon. Ach, einmal können wir noch. Hier weiter der. Ich habe ja gesagt, eigentlich brauchen wir ja gar nicht so viel von dem Hopfen. Mal sehen. Das kommt noch. Das kommt einfach weg. Noch einen Platz frei. Bis ist ja schlimm hier. Ah, so viel auf einmal passiert. Oh nein, wir brauchen schon wieder Wasser. Ja, also ich glaube, das wäre echt praktisch, wenn man irgendwie einen Brunnen direkt hier hätte. Jetzt mit dem Rausgehen, Wasser holen. Oh, man verbraucht hier so viel. Das ist Wahnsinn. Kann ich nur rumnörgeln. Wirklich. Das ist so ein weiter Weg. Die Zwiebeln rufen auch schon wieder nach uns. Das ist unglaublich. Was? Jetzt bist du. Oh nein! Du hast schön reingehuckt, richtig? Ja, ja, ja. Das sollte man noch nach Möglichkeit vermeiden. Was? Ach, Weizen ist auch schon aufgebraucht. Ich dachte, wir hätten noch so viel. Oha. Oh, upsi. Okay, na gut. Müssten wir nochmal... Ich glaube, der Müller verkauft Weizen. Ja, ich will ja eigentlich nicht kaufen. Aber wenn es sein muss... Also sei kann ich auch hier bleiben. Ich hatte doch, glaube ich, schon Flugsieblätter vorbereitet. Das jetzt 10? Dann glaube ich 10 Klaue, was er brauchte, ne? Ekelhaft teuer. Wirklich. Also ich gehe mal kurz gucken, ob er schon hier steht. Ob überhaupt und so. Nee. Wir waren ja auch gar noch gar nicht so weit.
Aber ich glaube tatsächlich, dass es so war, dass man die letzten 5 Ebenen oder so halt irgendwie auch noch nicht freischließen konnte. Da war noch irgendwas. Könnte sein. Deswegen ja, wir jetzt dieses Jägermedaillon haben. Und ich glaube, damit kommen wir noch in die anderen Ebenen dann weiter runter. Dürfen wir auf jeden Fall dann nicht vergessen, wenn wir noch... Was wollte sie... Ach ja, genau. Das haben wir ja nicht. Genau, wenn wir nochmal runtergehen sollten. Ah, so, das nochmal ein hier. Ich gehe mal hier einfach nochmal, genau, weil jetzt ein bisschen zumindest anpflanzen. Den da. Ach, ja, such dir heute aus, wo du arbeitest. Das ist okay. So ist er. Auch nur, dass er Opa wirklich Lust hat. Ah. Das war gerade wieder alles. Ich bin normalerweise echt nicht empfindlich, was sowas angeht. Wenn da so Warnungen kommen vor irgendwelchen Spielen, so, ne? Nö, nö, alles egal, aber hier! Uiuiui. Boah! Dieser schnelle Wechsel immer. Zwiebeln über und... Das schmeiße ich wieder weg. Ja, können wir jetzt schon gehen? Ja, sie ist ja schon da. Ruf zum toten Pferd. Huch. Erstmal will ich was verkaufen. Hm, dieses Geldgeräusch. So, hallo mein Süßer. Wie kann ich dir denn behilflich sein? Ich habe Schmuck für dich. Oh, das sieht gut aus. Davon kann ich den adligen Damen in der Stadt bestimmt etwas verkaufen. Und Werbung für mein Geschäft machen? Ja klar, ich erzähle allen von deinem Gemüse. Ha, wir würden sie eigentlich nur anwerben. Ja, keine Fragen, ne? Ich glaube, das Zertifikat brauchen wir erstmal, bevor wir mit dem Astrologen dann weiterkommen. Dann haben wir quasi Einfluss bei ihr, dass wir sie ein bisschen belabern können. Und ich glaube, dann sieht es vielleicht auch irgendwann ein. So, die Unterstützung haben wir bekommen. Wir müssen auf jeden Fall mit dem Kaufmann wieder reden. Wir können also das Schmückchen parken. Tja. Die Marmorstatuetten. Wie ist der Medaille von Diego noch? Der Dolch von ihm. Ja, das Problem ist halt wirklich, dass man die dann auch in der richtigen Reihenfolge angeben muss und wir brauchen halt auch die Dietriche zuerst. Was uns ja nicht davon abhält, erstmal mit Diego kurz zu reden, wo wir schon mal hier sind. Achso, und Kresswald war doch auch der hier unten, ne? Kann doch nicht so schwer sein. Weil der will irgendwas bestimmt. Nervige Friedhofswärter mochte ich noch nie. Ich versuche mich kurz zu halten. Kann ich deinen Uralten durch? Ist nein. Meinetwegen kannst du ihn sogar behalten. Aber erst musst du mir helfen. Boatrix Laune war in den letzten Tagen einfach zu gut. Verderben wir sie. Ich dachte, sie wären Freunde. Viele Leute besuchen Boatrix Taverne, um den Liedern von Frau Anmut zuzuhören. Überzeugen sie davon, auch in deiner Taverne zu singen. Und Boatrix wird grün von Eitern laufen. Ah, perfekt. Sie ist ja gerade hier. Wobei ich mir vorstellen kann, dass wir bei ihr dann erstmal noch ein bisschen Ansehen steigen müssen, bevor sie damit okay ist. Ich glaube nicht, dass sie das eben mal mitmacht. Wegen dem Singen. Oh, tut mir leid, mein Liebster. Ich kann meine Zeit nicht mit Geplapper verplempern. Bitte verstehe, dass mein Einkommen von der Anzahl meiner Lieder abhängig ist. Darüber wollte ich mit dir reden. Kannst du dich an... Kann ich dich anheuern, auch in meiner Taverne zu singen? Nun, ich könnte da noch was frei haben. Das kostet dich dann aber 20
Silberlinge für die erste Show. Und wenn alles gut läuft, trete ich dann später für umsonst auf. Ah, reicht nicht 10? Natürlich nicht. Aber nun, gut, ist halt besser als nichts. Ja, nice. Drüber über das Ohr geschlagen hier. Achso, genau. Wir sind schon fertig damit. Ich habe gerade überlegt, ob wir noch eine Veranstaltung machen müssen unbedingt, aber ich glaube, das reicht ihm schon. Dass wir jetzt ihre Zusage im Kunde haben. Ist ja witzig. Na gut, wenn es denn so einfach ist. Nicht beschweren, auf gar keinen Fall. Ist jetzt zugestimmt. Wow, das habe ich mir schon gedacht. Boatrick regt sich furchtbar auf. Welch schöner Wandel. Also, hier ist mein Dolch. Ich hatte übrigens noch einen anderen, aber den habe ich verloren. Er ist wirklich wertvoll. Vielleicht findest du ihn ja im Wald. Im nördlichen Wald? Wir gehen und ganz kurz erstmal noch mit Digo reden. Ja. Überall diese Löcher, wo man jetzt auf einmal graben konnte. Aber der will bestimmt einen Kuchen dafür. Wegen der Priestermedaille. Digo, wo ist deine Priestermedaille? Ich hab sie vor langer Zeit versteckt. Die Zeit verdirbt alles und macht alles älter. Ich kann dir gutes Geld dafür anbieten. Die kann man nicht essen. Kuchen kann man essen, aber Zeit verdirbt sie auch. Hey, ich brauche Alkohol. Ich tauche um. Ach ja, genau, das war's. Mein Kuchen darin ein und dann hält er sich für immer und ewig. Kaufen. Oder ich kann ihn selbst herstellen, ja. Aber dann müssten wir noch ein bisschen mehr brennen. Das ist richtig krasse Zeug. Und ich glaube, da fragen wir tatsächlich erstmal Schlange. So, machen wir noch die Comedy-Show? Puh. Also ich glaube, viele Einnahmen wäre das nicht, weil wir haben gerade kaum noch was. Ah, hier. Papier. Einfach mal gucken, was bei rauskommt. Stand-up-Comedy. Meine Frau hat sich von mir getrennt, weil ich nach Fisch stinke. Aber ist das wirklich meine Schuld? Fische waschen sich den ganzen Tag und sie stinken immer noch nach Fisch. Alle meine Fischereiausflüge sind erfolgreich. Erfolgreich für die Fische. Meine Frau ist so fürsorglich. Ich habe ihr gesagt, dass ich unter einer Eiche begraben werden will. Meine Frau lief sofort raus und fing an zu graben. Na Gott, ey. Kein Wunder, dass er keine Einladung bekommen hat. Das war episch, Mann. Schau, sie alle warten auf mein Autogramm. Hier, nimm die Einladung. Deine Shows sind sowieso besser als die in der Stadt. Ja, also so richtig. Ja, die Leute waren ein bisschen unzufrieden wegen der Linsenschüsse. Die Burger fanden sie mehr, aber die silbernen Linsen hat denen wieder geschmeckt. Guck mal. So ein bisschen Silberlinge bekommen. Was willst du denn jetzt noch? Weißt du was? Unsere Taverne braucht unbedingt eine Empfangsperson. Stell einfach eine vor dein Gebäude und schau zu, wie Horatrick grün verneint wird. Okay. Müssen wir da was vorher aufbauen? Nee, die müssen wir einfach nur hier reinstellen. Okay. Ja, einfach nochmal einen Angestellten des Monats zusammenholen und dann. Wartet mal. Was hat man jetzt noch gerade vor? Schon wieder zu viel. Diese kleinen Sachen sind gerade. Alkohol, genau, der Dietrich. Und ach genau, die können wir eben schon zurückbringen, die Einladung. Nördlich im Wald. Ach, gucken wir später wegen dem Dolch, wovon er noch erzählt hatte. Es ist ja sogar so ein Damazenerschwert. Aber das wäre ja auch ein Schwert und kein Dolch. Und, ja. Wohl eher nicht. Ah. Ich glaube, wir schaffen das nicht mehr, oder? Der Müller hat er doch kommen. Doch. Direkt vor meiner Nase wird er dann wieder verschwinden, ne? Hihihu. Ganz kurz mal noch gucken. Er hat auch noch Weizen für uns. So. Hier. Die Einladung. Oh, wunderbar. Du hast es geschafft. Ja, hier ist deine Einladung. Und viel Glück in der Stadt. Weißt du was? Ich habe mich umentschieden. Die Wettkämpfe in der Stadt sind immer langweilig. Die Preise gehen an denjenigen,
Mit den tiefsten Taschen. Also brauche ich diese Einladung nicht mehr. Okay, das überrascht mich. Erlaube mir, in deiner Comedy-Show aufzutreten. Die ist toll. Und die Dietriche gehören dir. Also, ja, klar, willkommen. Vielleicht macht er auch bessere Comedy, wer weiß. So, aber wir haben ja trotzdem, was wir wollten. Ich war immer richtig gut noch gleich mit Frau Anmut gequatscht, um dann das mit dem Dolch zu klären. Jetzt ist halt nur noch die Sache mit diesen, ja, schwarzgebrannten, mit dem richtig krassen Zeug. Ja, das, ich kann das, also ich habe das, glaube ich, noch gar nicht gelernt. Ah, und ich glaube, ich werde auch gerade das gar nicht lernen, wenn überhaupt, aber wir können ja mal ganz kurz gucken. Oh doch, wir können das herstellen. Ich habe mich völlig geirrt. Ja, also wir können das auch herstellen. Ich will jetzt nur mal kurz gucken, was hatte er gesagt? Irgendwie... nördlichen Wald nach dem Dolch suchen. Hier ist Wald, hier ist Norden. Hier ist oben. Nördlichsten aller nördlichsten Wälder. Ach, guck mal, hier ist Kukul. Warum ist denn der Hummerbaron da oben in der Ecke? Merkwürdig. Er war doch genau hier. Ich habe ihn in den Stumpf gesteckt. Wovon redest du da? Ich habe mich entschieden, einen Nachfolger zu erwählen, so wie wir es damals gemacht haben. Nur ein würdiger Roma kann den Dolch aus diesem verzauberten Baumstumpf herausziehen. Gestern habe ich ihn noch hier einen in, dem Stumpf einen Dolch gefunden und den Spruch gelesen. Jetzt ist er fort, ne? Na, war da gestern sonst noch irgendjemand bei dir? Die Roma und der Holzfäller und dieser Ingenieur Cory? Na, ach Leute. Der Dolch. Hey, wie geht's denn so? Ah ja, klasse, ich bin hier. Viel glücklicher als in unserer langweiligen Riesen-Luxushütte. 50 Klimmzüge und ein Borkensandwich und du bist der König der Welt. 50 Klimmzüge, ah. Okay, da hast du bestimmt auch ganz einfach, da kannst du ja bestimmt auch ganz einfach den Dolch herausziehen, oder? Ja. Ich habe eine ganze Stunde bei diesem Stumpf verschwendet und hatte einfach kein Glück. Schade. Nee. Ah, oh, ich glaube nicht, dass wir ihn noch erwaschen. Erwischen werden. Sein Bruder steht noch da. Er ist weg. Er ist weg. Ich glaube, er ist gerade noch reingegangen. Deswegen gehen auch die Lichter und so. Ist ja egal. Wir haben ja ein bisschen was für... Also ich glaube, ein Flashback können wir uns ansehen. Danach müssten wir uns... das Medaillon kümmern. Mal gucken. Ich meine, so Stück für Stück kommt doch alles wieder irgendwie zusammen. Und ich finde, so viel Zusammenhang haben die Szenen dann irgendwie leider doch nicht. Oh, Zombie-Leichen muss ich mir aufschreiben. Ist hier noch Geld? Ah. Aber ich habe leider auch viel verkauft. Gar nicht so viel verkauft, ich habe mich geirrt. Genau, der Dietrich. Unser Müller ist also wirklich ein Dieb. Nein, es ist eine lange Geschichte. Kopf hoch, Kumpel. Wir mussten ihm nicht einmal wehtun. Passwort. Genau, sie haben jetzt halt irgendwie seinen Vater bestohlen. Ach, fahr zur Hölle, Griswold. Also, den Digo. Stimmt, Lucius. Hast du die 6 Schlüssel? Alle 6? Oh ja, Horatrick hat sich verhalten wie ein Profi. Hat sein Vater gefesselt und dann das Ganze aus dem Kopf gestellt. Nicht wahr, Bro? Hoffe, wartet. Auf uns beeilen wir uns lieber. Hoffe? Oh, hast du gesteckt, Lucius. 2 Legionäre sind nicht mit einem alten, schwachen Mann fertig geworden. Da, alle 6 Schlüssel. Fangen wir an. Erhöre unsere Bitten, Portal.
Wir wollen den uralten Gott, seine Gesetze, Gebete und all das andere Zeug loswerden. Außerdem wollen wir lernen, wie man Häuser baut, Kleidung näht und Essen anbaut. Und gib uns außerdem noch die Macht, dass wir andere dazu zwingen können, das für alles für uns zu tun. Was? Lucius? Warum? Puff. Ich grüße euch, meine Kinder. Was? Wer zur Hölle bist du? Ich bin derjenige, der euren Geist erweckt und verwandelt. Ich werde euch die Fähigkeiten gewähren, die euch stark und produktiv machen. Ich bin der Meister. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das klingt nach epischem Versagen. Tja, da haben sie sich jetzt einen beschworen. Der Wärter hat seine Maschine auf diesem Hügel errichtet. Ja, anscheinend war er wirklich schlau. Ja, genial, weißt du, irgendwie tut er mir auch leid. Stell dir nur vor, dass er die Maschine an seinem letzten Arbeitstag benutzt hat. Und irgendwas lief schief. Und das Resultat befindet sich direkt vor dir. Ah ja, wie traurig. Weiter im Programm? Ah, weiter im Programm. Lass mal den Durchweg packen. Ah. Diese Leute... Boah, so ein Silber nach dem anderen. Ja, wir wollten uns eigentlich noch... Genau, um die Leiche brauchen wir. Alkohol brauchen wir. Schon wieder so viel. Ne. Mit dem Händler müssen wir auch gleich wieder reden, das darf man auch nicht vergessen. Schließlich hat sich ja uns Frau Anmut jetzt angeschlossen und Werbung für uns gemacht. Brauchen wir aber auf jeden Fall hier noch. Oh, das wird auch goldener. Kann man das auch so ein bisschen mischen hier? Ja. Erstmal ein paar Karotten reinwerfen, denke ich. Nicht hier raus. Ach doch, wir haben... Ich müsste ein Rezept bekommen. Ich würde mich gerade ein bisschen beschweren. Ist nur einfach nicht gesehen. Silberelixier. Mhm. Keine Ahnung, was das macht. Also man braucht ja auch nicht wirklich alles unbedingt in dem Spiel zu haben, aber... Ich weiß nicht, jeder spielt halt irgendwie seine Art und Weise durch und dann kommt was ganz anderes am Ende raus. Brauchen wir noch? Jetzt mal gucken, was wir für dieses Destillat-Ding brauchen. Uiuiui. Ist das die? Genau, die Destille. Ha! Stein. Okay. Gut, dass wir noch so viel rumliegen haben. So, das ist das Komplexe. Und die sind die normalen Balken. Hopp. Sollte ja alles schnell gemacht sein. Das ist noch Schrott. Nochmal Stein, weil ich immer alles schon durcheinander ist hier. Wir brauchen dann noch 12. Noch 8 von den Komplexen. Wäre schön, wenn das Wort noch gleich anstellen könnten. Jetzt ist die Frage, ob wir gerade dafür Bier brauchen oder irgendwas, was da noch rein muss. Weil man kann ja nicht aus... weiß nicht. Das ist ja nochmal hochprozentiger, den wir dann nochmal zusammenmischen.
muss ja auch das Eingangsprodukt dementsprechend stimmen. So, guck mal, passt sogar. Das Bier. Ja, wir könnten jetzt Wein benutzen. Ah nein, Brennstoff. Oh, das ist doch... Okay, wir machen erstmal unseren Weg zum Händler. Es ist ja eklig. Geht nur der gute Wein rein. So, dann erzähl mal. Ja, ich habe mit Frauen geredet. Sie kümmert sich um den Vorstand des Königlichen Rates. Ja, schön. Aber er scheint mir noch nicht ganz so fertig zu sein irgendwie. Jetzt kann er auch die Traumkerne in Gold kaufen. Ja, könnten wir machen. Nicht getan? Achso, haben wir das gerade. Nichts wird gemacht. Da muss nicht sein. Jetzt hat er mitgenommen. Waren ja auch nur zwei Stück oder so. Ja, ich habe gerade dran gedacht, dass der auch gleich kommt. Machen wir was anderes. Erstmal das. Danach nehmen wir uns dann das Brennholz noch irgendwie vor. Ich glaube, wir haben ja noch Kohle mehr als genug da. Ja, der ist doch perfekt als kleines Männchen von der Taverne. Kann er gleich besser arbeiten, finde ich. Wir transportieren ihn mal lieber unten im Keller lang. Nicht, dass die Leute anfangen zu tuscheln. Ach, verdammt, nee. Ja, das war eine Leiche hinstellen. Mhm. Oh Mann. Ja, es wird spät. Für mich wird es gerade spät. Bräuchten noch das Zombie-Gemisch. Ich glaube, wir haben noch eins. Sehr, sehr schön. Dann mal zumindest das, aber nicht für... Haben wir keinen Glauben mehr übrig für den. Na, wie heißt der Bischof? Aber ich glaube, es hätte eh nicht gereicht. Nicht komplett. Hat sich das überhaupt mehr? So, wo ist das? Nicht hier? Hier. Ich mitgenommen. Musste gerade nochmal Doppelcheck machen. Einmal reicht sogar schon, finde ich. Ich werde hier nie wieder irgendwas brauen, glaube ich. Ich glaube, dass man den hochprozentigen nicht so gut in der Taverne losbekommt. Lange wieder. Ich glaube, das passt ganz gut gerade. Den Zombie haben wir und das Teil haben wir auch. Sorry Leute, ich muss mal kurz durch. Was hat er da angeschleppt? So. Bisschen Werbung machen, ne? Ich finde, er macht das richtig toll. Ja, Jorik ist auch begeistert. So sieht ein begeistertes Gesicht aus. Ich finde das richtig toll. So, können wir wieder hier nachfüllen. Ach ja, ein bisschen wieder Inventar aufräumen erstmal. Und dann mal gucken, was Schlange noch möchte.
Er hat ja noch eine letzte Aufgabe. Irgendwas hat er noch für uns. Was? Da haben wir gar nichts verkauft. Oh Mann. So wirklich. Ich wieder. Ah, ist auch schon alles fertig. Okay. Das hier noch rein. Sieht doch bestimmt wieder. Nee, Wasser haben wir noch. Das ist ja mal schön. Das. Achso, voll. Voll, voll. Ja, eins. Eins können wir theoretisch herstellen. Oh. Halt, wo ist es denn? Hier. Aber uns fehlt ja noch dieser, genau, dieser Meißel dazu. Wo ist denn jetzt hin? Hier. Genau, da müssen wir irgendwie auf gut Glück mal versuchen, wenn wir dann die Punkte zusammen haben, die blauen. Das ist ja noch so eine Geschichte für sich. Gerade will ich halt lieber quasi der Story so ein bisschen folgen, weil vielleicht müssen wir dann trotzdem nochmal nebenbei mehr arbeiten, dass wir halt noch die blauen Punkte zusammenbekommen. Ach, mal gucken. Ich glaube, unser Zombie-Freund ist auch schon wieder fertig mit Schreiben. Vielleicht hat er sogar noch ein Buch für uns fertig. Ein blaues. Bitte ein blaues. Kann auch gleich hier die nächsten Sachen schreiben. Ich finde, er macht das so toll. Weil wir haben theoretisch noch Sachen, die wir schreiben könnten. Also Geschichten muss er gerade keine erfinden. Ah, bestimmt keine blauen. Ja. Sein erstes Kundesbuch, es sei ihm verziehen. Ach ja, wir haben ja noch was zum Auspacken. Du Lump. Ja. Oh, das Papier. Achso, das bleibt auch hier. Das brauche ich nicht. Oh, ich könnte noch mal eine Runde jagen gehen. Steht da. So, wegen dieser Heizkette ist ihm egal. Ah ja, nur die letzte Aufgabe ist richtig. Was wird denn meine letzte Aufgabe sein? Jetzt da wieder das Jägermedaillon besitzen. Das sehe ich, ist alles ganz klar. Es ist unser Schicksal. Verstehst du? Damit kannst du das Tor zur 11. Kerkerebene öffnen. Ja, ich sagte ja, ne? 10 können wir öffnen und die letzten 5 fehlen dann. Gehe noch tiefer hinein und bring mir einen goldenen Apfel. Ma. Mit seiner Hilfe werde ich die letzte Zutat bekommen. Ma, okay. Ja, das ist halt... ja, genau, den Abend erstmal ausklingen lassen. Funktioniert doch wunderbar mit Einzeljagden. Ah, dann werde ich noch ein bisschen schreiben. Was war das? Achso, muss also Papier herstellen? Ich mir auch gleich die anderen Schnitzelchen mit runternehmen können. Oh, wir können doch zur Deko gehen. Wir können doch noch ein bisschen uns Vergangenheit angucken gehen. Aber es sind wirklich eine Menge Cutscenes, also hätte ich nicht gedacht. Wir können ja mal kurz gleich reingucken noch, wenn wir dann dabei sind. Weil man sieht schon die ganze Liste mit, wie viel dann rein muss. Das finde ich ganz nett. Ja, ich komme wieder reichen. Boah, so hell. Da sitzt er doch. So, da hast du deinen Alkohol. Wenn du noch Alkohol suchst, so tausche ich gerne gegen eine Medaille. Ist der rein? Das prüfe ich besser mal nach. Zünde ihn an. Bist du dir sicher? Na klar. Da brennt der Alkohol. Ja, wunderbar, ne? Ui, sein Feuerball. Das war pures Zeug. Hier ist die Medaille. Viel Spaß und denk dran, wir wollen Kuh. Möge dein Kuchen ewig leben, Deko.
Er wollte ihn doch eigentlich konservieren. Dieser Trottel. Oh Mann, ey, du bist so ein bisschen neid. Na. Also, achso, genau, wir können ja erstmal gucken kurz. Genau, hier haben wir schon ein bisschen was gesammelt. Da steht auch mal schön da eine 11 vor der UA. Ich überlege mal, was UA ist. Ich vergesse es immer so schnell wieder. Uralten Abmachung, genau. Dann kommt hier noch ein bisschen was. Also ich finde es super. So, so. Kommst du im Drittel vielleicht? Hier ist die Medaille. Digo hat sie gegen Alkohol eingetauscht. Alkohol, den hättest du mir bringen müssen. Komm schon, Mann. Wie konntest du nur? Einfach nicht drauf eingegangen. 3 Jahre später. Und oh nein, wer hat es nicht geschafft? Und schon gut verletzt. Warum fällt der Himmel nicht auf die Erde herab? Dank dem uralten Gott natürlich. Und euer Meister kann es nicht einmal regnen lassen. Oh, der alte Digus hat recht. Der Meister heilt nicht einmal die Plinnen. Was sollen wir tun, Digus? Kämmt euch ja, schaut ernst rein und folgt mir. Ich mag es, wie es einfach nur so 5, 6 Charaktere sind, die da unten stehen. Was hältst du davon, Griswold? Guter Soldat hinterfragt nicht. Ein guter Soldat erfüllt seine Pflicht. Ich habe mich entschieden, dem Meister zu dienen. Horatrick, das ist genug. Da kommt er her. Da seht! Der Meister! Der Meister! Es ist der Meister! Oh, du kommst zu spät. Sie sind nicht mehr dein. Sicher, Digus. Und dein sind sie auch nicht mehr. Sie gehören sich selbst. Leute, der uralte Gott hat uns Sonne und Mond geschenkt. Ah, das sind nur Moleküle. Die gleichen Moleküle, aus denen wir bestehen. Und sogar der uralte Gott. Ja, oh, der Gott vergibt uns unsere Sünden. Die Religion selbst ist der Ursprung der Sünde. Und der Gott erlaubt uns am Wochenende zu ruhen. Na gut, aber warum solltet ihr überhaupt arbeiten? Wir könnten doch einfach nichts tun. Yeah! Lang lebe der Meister! Hurra! Nichts tun! Vergib mir, uralter Gott, denn sie wissen nicht, was sie tun. Party oder eher nicht, weil wir machen nichts. Ich mache mir langsam Sorgen, wo ich in dieser Geschichte bin. Hör mal, vielleicht warst du ja nicht immer ein Schädel. Gut, was war ich denn dann? Eine Rippe? Ein Oberschenkelknochen? Du warst vermutlich ein Mann oder eine Frau? Eine Frau? Dann hoffe ich wenigstens, dass ich eine reizende Figur hat. Bestimmt sehr filigran. Hier, der Dolch. Benutzen wir diesen Dolch und ignorieren wir den hohen Preis, den wir dafür gezahlt haben. Haben wir naja. 10 Silberlinge im Grunde. Denn sie wissen nicht, was sie tun. So oft passt das heute noch. Oh ja. Ja, wie du meinst. Ja, nicht nur zustimmen, wirklich. Ruhe in Frieden, verschiedener Freund. Ja, kein Wasser läuft mehr. Dein Weg führt dich nun über die uralte Brücke hin ins Land der Toten. Geh nicht schon wieder. Das geht jetzt noch ein Stückchen weiter. Ja, läuft nicht mehr so flott wie damals. Hi, Digus. Papi, ich weiß, dass du sauer auf mich bist, aber lass uns doch darüber reden. Na klar, warum nicht? Schauen wir uns zum Beispiel mal das Aquädukt an. Das Wasser, wo ist das Wasser? Ja, ich weiß, unser Gott hat uns verlassen. Kein Wasser, kein Essen, kein gar nichts. Digus, was soll das? Wir reden doch über Ideen. Der Meister hat uns alles gelehrt und jetzt werden wir eine schöne neue Welt errichten. Ach du meine Güte, eine neue Welt? Griswold, sorge dann wenigstens dafür, dass das Wasser wieder fließt. Ich weiß, dass du dich über mich lustig machst. Kette redet nicht mehr mit mir. Und jetzt du, Papi.
Ich bin nicht mehr dein Vater, Horatrick. Junge, ich brauche was zu trinken. Warte mal. Wo ist mein Cognac? Wir haben ihn nicht gefunden. Ha, der letzte Wärter war ein guter Freund. Er hatte immer was zu trinken. Wir haben uns so oft besoffen. Wie ist das überhaupt möglich bei dem Schädel? Und hat er auch von seiner Familie geredet? Um ehrlich zu sein, hat er sie jeden Tag vermisst. Vermisst du ihn? Manchmal. Zurück zum Geschäft. Das nächste Artefakt ist die Gürtelschnalle des Holzfällers. Und noch etwas, die Maschine kann Tonscherben lesen. Was soll das noch heißen? Von einer uralten Vase und Adam hat welche. Ja, Adam. Mit denen hat wirklich noch gar nichts zu tun. Das ist wirklich einer, der sitzt halt da und sieht dekorativ aus. Sehr dekorativ. Sieht auch hier auch sexy aus langsam. 45 Silber, hui. Die Leichen müssen wir unbedingt mal noch machen. Energieelixier, Raumspray. Yay. Raumspray. Na. Wenn wir den Kerker nehmen. Nee. Können wir zu Hause. Oh, uncool. Hoffen, dass es ihr noch gut geht. Die haben Leiche. Muss doch noch eingepflanzt werden. Alles klar, Chris. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht und freue mich, dass du dabei warst. Ich werde vermutlich doch noch ein bisschen länger machen. Was heißt länger, aber ich hatte ja wirklich überlegt, nur so kurz. Ein bisschen länger. Gerade muss ich sagen, macht es mir doch wieder so viel Spaß und hab mal so viel zu tun, kann ich einfach aufhören. Ach, danke schön. Ah, Mist, der eine Kopf ist schon ein bisschen weg, aber das reicht mir noch. So, mal gucken. Mussten wir noch was ausbuddeln? Ja, der hier. Der kommt weg. Na, das ist doch gut sein. Oh Gott, Spiel! Was betreibt es gerade? Du weg, du da rein. Die nochmal verbrennen. Achso, brauchen wir wieder Holz. Ja, ja, das Übliche halt. Ich habe immer noch nichts, glaube ich, ne? Nee. Noch nicht. Holz haben wir nicht. Brauche ich aber. Besser auch. Wie sie sich verstecken. So, 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 so. Ah. Ah Gott, jongliert der hier mit den Holzstämmen? Ich glaube es nicht. Ach komm schon. Das ist doch. Kann doch nicht so schwer sein. Hier wieder verfeuern hier. Dann können wir uns wieder an die Zwiebeln ranmachen. Jetzt erstmal noch ein bisschen den DC gerade so ein bisschen ignorieren. Dass wir erstmal noch mit dem Marmor halt so zurechtkommen. Ein bisschen die Punkte halt mit zusammenschreiben. Mit Geld verdienen Sachen machen. Ich glaube nicht, dass der Wein auch schon wieder fertig ist. Ich wollte ja noch den
nach den Dünger noch herstellen. Muss ja auch noch sein. Der arbeitet wieder, wo er will. Das ist okay. Hauptsache, er macht, was er soll. Na, jetzt bleibt es schon liegen. Das wird auch gleich schon liegen bleiben hier. Immer dasselbe. Na. Lass mich in Ruhe, ihr Verrückten. Wo haben wir nämlich schon wieder was reduziert hier? Ah, ich weiß, wir haben schon wieder zu viel Zeug dabei. Wie eigentlich auch immer. Aber den silbernen Dünger brauchen wir hier echt noch. Das reicht mir noch nicht mit den Zwiebelsamen. Oh Gott. Ich will immer mehr. Das kann auch wieder hier seinen Weizen hinpflanzen. Aber hier muss Zwiebelchen. Mit. Hui, das ist ja auch schon wieder so weit. Bretter. Holz. Das reicht nach vorne und hinten wieder nicht. Wir müssen immer wieder, glaube ich, umsetzen. Ich hoffe einfach, dass er gerade die ganze Zeit gearbeitet hat. Ansonsten wird er jetzt dastehen in der Tragekiste, hat nichts zu tragen und hat nicht gearbeitet. Oh, das kann auch ganz schlimm sein. Na, er bringt wieder Eisen, aber... Ja, nee, ich hab's befürchtet. Ganz, ganz schlimm. Ah! Muss ich wieder alles selber machen. Ich wäre doch noch ein Zombie, wäre ich ja noch ganz nett gewesen. Ja, aber... Jetzt müsste ich ja auch das Balsamierungszeug herstellen. Nein. Ich doch nicht. Wir müssen mal gucken, ob wir noch alles haben. Ich glaube, für den Dünger brauchen wir den Torf und Asche. Ich hoffe, das war's jetzt. Wir müssen bestimmt gleich nochmal nachgucken. Ich kann noch ein bisschen was mitnehmen. Maps. Geschwindigkeit hier offensichtlich auch. Uiuiui. Oh Gott. Es ist so übel. Ah, sehr schön. Fehlt doch jetzt immer noch kein Wasser. Ach, schön. So hab ich das gerne. Noch an seiner Story. Hier ist nichts. Genau, hier kann man Sachen für die Leichen herstellen. Spitzendünger, genau, dieses Wachstumsbeschleuniger müssen wir uns noch herstellen. Und das war irgendein Mittel noch. Ich glaube, dass wir nichts mehr haben. Genau, diese Lebenslösung. Uff, was war das? Überhaupt und so. Das ist die Mühle? Ich glaube, hier hat man die. Was war denn? Was macht das? Ist das Lebenslösung? Ja, okay, fein.
Keine weiteren Fragen, eure Ehren. Euer Ehren. Das ist einfach die Blumen halt. Macht ja irgendwie auch Sinn, ne? So, das hätten wir. Gleich schön viel vorbereiten. Das ist ja jetzt wirklich nicht so schwierig. Als ob ich es gewusst hätte, ne? Bup, bup, bup. So, ich glaube, damit können wir direkt nochmal hoch zu den Weinfeldern. Ja. Ja, 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 ja. Und dann halt, eigentlich müssten wir in den Dungeon, ne? Eigentlich. Aber ich würde halt dafür auch gerne noch ein bisschen was leveln, dass diese Punkte dann halt wieder auffressen würden, die wir gerade ja woanders brauchen. Das, ah, das will ich ja auch nicht. Hä? Moment, warte, warte, warte. Okay, er hat... Wo hat er denn gerade hingeguckt? Dann den Traubenkern silbern. Ja, schön. Geht doch alles. Oh, aber der Tor fehlt. Ups, den hätten wir noch mit hierher nehmen müssen. Gut, mit dem Anpflanzen gleich nichts. Ach, den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir haben halt jetzt noch genügend Hopfensamen. Ich glaube, dann können wir die hier lassen. Das zumindest ignorieren mit dem Silbernen. Wir können das schon mal mitnehmen. Eben noch aufschreiben. Und der Bischof will die... Au, ey. Das ist schon schwach hier. Drei goldene Statuen will der nämlich haben. Wie haben wir denn jetzt gerade an Punkten? Ach, 26. Puh, Hilfe. Halt. Nein, noch nicht runter. Erstmal auspacken, umpacken und wieder hochgehen. Das bleibt nämlich hier und dafür kommt aber das. Ach, einfach alles mal mit. So, so laufen doch die Geschäfte eigentlich ganz gut. Ich muss mich halt nur wirklich zusammennehmen. Ich muss häufiger nachgucken gehen. Oh nein. ja. Da ist ja noch so ein Thema gewesen, was ich eigentlich ansprechen wollte irgendwann mal. Ach, egal, wenn mehr Leute da sind. Ey. Achso, da unten habe ich da auch schon. Ich habe gerade wieder eine E-Mail bekommen, die mich quasi daran erinnert hatte, aber. Immer so, nö, lass mich. Bier, das kommt alles runter in den Keller wieder und dann Balken. Was wollte ich mit den Balken noch machen? Hatte ich noch Pläne oder war das nur für die Kisten? Ich glaube, das war nur für die Kisten, ne? Ja gut, dann gehen wir weiter mit den... Achso, ja, genau, das war's. Wir haben halt kein Holz mehr. Das war unser Ausgangspunkt irgendwann mal. So schnell vergisst man das wieder, ne? Da war ich kurz einmal oben und dann war ich schon wieder bei drei anderen Orten. Ekelhaft.
nicht in die Weidenlücke? Ja, Ausdauer reicht nicht, aber... Jawohl. Guck mal, 5 goldene Kisten. Da freut sich doch der Händler. Und da wird der Arbeiter müde. Na gut. Könnte sich auch mal wieder hinlegen. Hat ja recht. Aber wir gehen voll noch in den Keller. Doch, doch. Ach, nicht genug Weizen. Oh Mann. Na gut, das ist meine eigene Schuld, ne? Ich könnte halt auch Weizen anpflanzen. Könnte so einiges tun. Na guck mal, dann machen wir immer einen silbernen und einen goldenen Eimer rein und schon haben wir auch unseren Wein. Ich glaube, das ist auch das, was mich beim Bierbrauen immer so nervt, dass es immer so viele Sachen sind. Wie das ist das Wasser, was fehlt, oder eben der Weizen. Wenn man das nur mal so schnell nebenbei machen möchte, funktioniert das gar nicht so gut. Könnte ich auch noch ein Feld anlegen. So, sagen wir, machen hier einfach nochmal komplett 9 Felder, die wir mit Weizen pflanzen. Das wird eine richtig schöne Bierbrauerei dann darstellen. War die nicht auch gleich noch kaputt? Na, mal abwarten. Bis es gleich Kling macht. Oder Klong. Hm. Oh, es ist schon wieder Betteltag. Können wir nach Almosen fragen. Nach ganz viel Glaube. Brauchen meinen Glaube. Jetzt müssen die Felder ausgehoben. Das soll erstmal reichen. So, wie viele Punkte brauchen wir denn jetzt eigentlich? Nicht hier? Nicht hier? Oder doch? Genau, hier ist der Techniker 100 und das andere waren doch auch nochmal. Der Schmied war nochmal 30. Uff. Was ist denn das für ein Zeichen? Ach genau, die Wasserpumpe. Ich habe keine Ahnung, wo man die dann einsetzt. Vielleicht könnte man die wirklich hier bauen? Das, ne, quasi weiterpumpt das Wasser. Ich habe keine Ahnung. So, wir machen mal ein paar Notizen weiter. Man kann nur von vorne arbeiten. Sollten uns gleich auch demnächst um die Bücher noch kümmern. Wir müssen ja mit den Notizen weiterarbeiten. Irgendwas müssen wir ja Schönes draus zaubern. Das ist meine Tasse. Hallo Coco. Mäh. Das wäre meine Ehre, wenn du dich einfach hinsetzen würdest. Danke. Ich kann viel schneller schreiben als mein Zombie-Freund. Aber der schreibt ja auch richtige Bücher. Wollen wir ihn mal lassen. Und da kommt wieder die Müdigkeit. Na super. Nicht bei mir, nein, auf gar keinen Fall. Ich, ja, vielleicht ein bisschen.
man denn eigentlich immer die Kapitel? Mindestens Kapitel, ja. Okay, und die kann man ja dann weiter zu einem... Was ist das denn? Ein Buch? Ach so, hier kann man die ja, glaube ich. Nee. Hä? Grundbücher? Ach, hier drüben. Moment, Moment, Moment. Ich glaube, das ist doch der... Genau, Tisch 2. Hier kann man... Nee, die anderen Gebiete kann man hier nur herstellen. Kann ich nicht noch die Bücher irgendwie herstellen? Hier dieses... Ne? Buch auf dem Arbeitstisch können die zerlegt werden. Gefertigt an Tisch oder Tisch 2? Was sind die? Das ist aber nur... Okay. Aber das war doch gerade ein ganz anderes Gebiet. Hier dieses... Also... Was ist denn das für ein Lederbuch? Wartet mal. Da kann man das hier herstellen? Ach, nee. Das ist auch nur ein Taschenbuch. Wo ist denn das Gefüllte? Das finde ich jetzt sehr merkwürdig. Und hier brauchen wir auch schon wieder Glaube und was ist das genau? Gerbstoff? Die sind doch alle wahnsinnig. Und Schmuck. Ach, Katze, deinen Schwanz. Ja, sorry. Nicht in mein Gesicht. Das habe ich nicht verdient. Okay, vielleicht ein bisschen. Erstmal die Leute müssen mir ihren ganzen Glaube schenken. Ja, ich will jetzt nicht kuscheln und nicht streicheln. Tut mir leid, ich trinke gerade. War so ein schweres Leben, wenn man die ganze Zeit gekuschelt werden möchte. Ach, wieso hast du denn schon wieder? Mensch. Das ist all euer Geld hier. Der kriegt gleich den Handelssegen zurück ins Gesicht. Acht, wir sind bei 8 Gold. Es sind nur noch 4. Ich glaube, die bekommen wir beim nächsten Mal zusammen. Ich glaube, wir können das schaffen. Okay, also ganz ehrlich, ich glaube, so gut, wie es gerade irgendwie läuft. Ich hatte es irgendwie als so viel längeres Projekt eingeschätzt. Habe ich gar keine. Was? Ah, hier. Als so viel längeres Projekt eingeschätzt. Ich weiß nicht. Ich hätte gedacht, das würde auf jeden Fall... Blackmirror noch überdauern, aber mittlerweile nee, auf gar keinen Fall. Wie komme ich denn darauf, auf den Gedanken? Kitty. Ja, huch. Das Mikro an ihr Ohr angekommen. Ich hoffe, ihr habt nichts gehört. Dass sie da so gegenschlägt oder so. Also, nehme ich eben mit dem Ohr so halt so ein bisschen gezuckelt. Das bleibt alles hier, das bleibt auch mal hier. Das kann wieder mit runter, okay. Also, ja, Bettchen. Bettchen. Schlafen, schlafen, schlafen. Ja, mal sehen. Also eigentlich im Grunde möchte ich ja gerade wirklich noch die Bücher schreiben für den für die blaue Points. 130 will ich haben. Okay. Ich könnte ja auch erstmal noch hier Sachen herstellen, ne? Ist ja nicht so, dass die Leute eigentlich nicht noch was haben wollen auf ihren Gräbern. Guck mal, wir könnten nämlich so ein Stimmchen, machst du noch mit? Danke. Ein paar von den Dingern noch herstellen. Zumindest von den normalen. Brauchen wir auch noch ein paar Steine und sowas. Da kommen wir dann auch noch ein paar Blaupunkte mit raus. Also, ja, klar, hier jetzt noch nicht, aber beim Polieren dann, beim Herstellen. Oh, ich will die. Meine Karotten-Schnitzelchen.
Halte ich doch ein bisschen länger durch. Oh, ich hab... Naja. Ich wollte irgendwie noch auspacken, ne? Damit ich schlafen kann, wieder alles vergessen. So schnell kann es gehen. Ja, Wahnsinn. Ein Punkt. Kann man das nicht noch hochstellen? Das ging doch irgendwie. Nein. Ach, keine Ahnung. Ich poliere erstmal schön die Steine, bis ich kein Meißel mehr habe. Gut, das war der Fall. Und jetzt wieder die komplexen Sachen. So, wir brauchen unbedingt wieder Eisenbarren. Haben wir schon was vorbereitet? Ja, süß. Okay. Naja, die guten roten Punkte. Dann also auch noch das Eisen vorbereiten. Silber. Nur Silber? Ach, komm schon, Spiel. Kann er wenigstens der Zombie ja wieder seine Daily-Routine machen und hier wieder was herspringen. Ach, 30. Geht doch. Okay, dann haben wir noch was. Die Vierer, genau. Ich glaube, da fehlen noch ein paar. Also von den Leichen her. Ich glaube, da gibt es noch zwei, die so ein paar Vierer noch nehmen werden. Auf jeden Fall. Die haben wir sogar noch mehr teilweise. Mal gucken, wie das hier so schön aussieht gerade. Hups, da hätten wir doch einen so ein kaputtes Ding draufsetzen können, was wir abgebaut haben. Ach, diese fetten Oschis, ey. Ist doch beeindruckend, oder nicht? 104, oh Gott. Fehlen nur noch. Oh Gott. 96 Punkte? Ich kann schon gar nicht mehr rechnen. Ja, die machen wir dann beim nächsten Mal. Kann man sich mal wieder um den Friedhof kümmern? Bestimmt, bestimmt. Hier? Kann ich doch hier auch machen, ja genau. Was? Schon wieder müde? Das kann doch nicht sein. Also wirklich. Dritter Stein. Vierter. Fünfter. So. Dann nochmal zwei von denen. Ich glaube, so viel Platz hatten wir noch. Es sei denn, die eine Leiche wollte wieder raus. Dann, naja. Und noch ein kleines. Warte mal, wo kann man die? Hier, sowas. So ein Brett. Einfach nur ein so ein Brett. Da muss er dann schon noch jeden Punkt nutzen, den man haben kann. Hier ist nämlich ein Grab. Da. Also ich kann erstmal das rauf. Hier, das. Und dann haben wir uns heute auch nochmal um den Friedhof gekümmert. Na, wie toll ist das denn? Also, Wahnsinn, ne? Bin ganz toll begeistert von mir. Ach, bei 113 schon.
So ein paar Punkte können wir bei den, bei einigen von den Leichen da noch rausholen. Die haben wir noch da. Dann müssen wir noch mal ein paar neue. Ich will nicht so viele Sachen bauen, das muss gar nicht sein. Ich glaube, mir reichen da. Einfach ein paar Leichen, ein paar schöne Steine draufstellen. Das ist schon schön. Aber da werde ich auch irgendwann nochmal durchgehen, nochmal alles durchzählen. Muss jetzt gerade nicht sein. Ich brauche schon wieder neue Karottenschnitzel. Alles voll. Was? Achso, ja, die haben wir halt nicht aufgesammelt, ne? Ganz tolle Klasse. Dieser Mist. Der verfolgt einen doch immer wieder. Haben wir keinen Torf mehr? Gar keinen mehr? Oh, ich muss mal Ingenieurswesen. Ja, toll, jetzt können die nicht aufheben gerade. Das ist doch blöd. Blödfug. Voll mit Silber. Was soll ich denn mit dem ganzen Silber? Okay, vielleicht könnten wir Silberbarren herstellen, aber was will ich denn damit? Keine Ahnung. Ich mache jetzt halt nur mal ein paar. Das ist doch schlimm. Ich wollte mich doch nur in Ruhe um das ganze Zeug kümmern und dann um sowas. Das bleibt hier. Fusel, den bringen wir irgendwann mal zur Taverne. Weil ich glaube, die haben gerade auch wieder nichts. Nee, nicht hier rein, da rein. Da rein. Warte mal. Brauchen wir das noch für irgendwas? Ja, mitgenommen. Ja gut, wir kümmern uns noch eben um die Felder und ich glaube, dann war es das auch schon für heute. Da haben wir beim nächsten Mal unseren großen Durchbruch dann als Schreibermeister quasi und kriegen dann für den Bischof die Statuen zusammen, machen dann wieder die Sachen für den DLC weiter. Also holen uns dann wieder irgendwelche Sachen ab irgendwo. Ich glaube, das ist super, um halt nebenbei noch die Zeit so ein bisschen zu vertrödeln. Ich meine, man hat jetzt gar nicht mehr so viele Aufgaben gerade auf einmal. Ist noch schön überschaubar. Na gut, wird es hier dann auch wieder ändern. Aber ah, wo sind wir jetzt? Zwiebel sammeln. Da. Zwiebeldinger und dann machen wir hier oben haben wir den Tor für wenigstens ein. Weizen. Da müssen wir wieder was herstellen hier. Boah, die ganzen Maden. Ekelhaft. Wie will die denn? Ich glaube nicht, dass wir die irgendwem verkaufen könnten. Das wäre schon geil, aber ich glaube, das funktioniert so leider nicht. Cool wäre es aber schon. Das Zeug kommt gleich wieder weg. Will ich nicht mit rumschleppen. Achso, ja, Karotten wollte ich auch wieder anpflanzen. Beim nächsten Mal, meine ich. Wir dienen uns mal noch an dem hier. Die wird der Esel nicht vermissen, nein, nein. Weiß gerade nicht, wie ich... Ah, raus, geh weg. Wie viele jetzt nochmal? Waren das zwei? Zwei Karotten für einen so ein Karottenteilchen? Ja, fein. Okay, die Eier vor sich hin. So.
Der Händler kommt wieder, wir kriegen wieder ein bisschen mehr Geld, aber ach, was kommt das beim nächsten Mal? Ich glaube, das reicht für heute. Ich habe schon da ganz viel Progress gemacht. Ich muss sagen, ganz viele Häkchen auf meiner Liste freuen mich doch sehr. Was nächste Woche angeht, kann ich noch nicht so viel zu sagen. Ich würde ganz gern streamen, natürlich, aber ja, also ich denke, Montag wird auf jeden Fall klappen. Ja, Montag wird klappen. Was dann Dienstag und Donnerstag macht, werde ich sehen, wie weit ich komme beim Programmieren, wie weit ich komme mit der Projektarbeit, wie ich mit den Leuten treffe oder nicht. Das werde ich dann alles dann wissen, hoffe ich doch. Eventuell, wenn es ausfällt, schreibe ich nochmal und wenn nicht, dann einfach warten und gedulden. Ich mache dann bestimmt den Stream an und so. Also wünsche ich euch eine gute Nacht, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!